Ciao, Amici Sport TV und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Runde NHL 22 zu der Eishockey League Season mit den HC Pustertaler Wölfen. Ja, ich hoffe, ich geht's Ihnen gut. Ich seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einem Derby-Sieg am letzten Spieltag gegen die Bozner Füchse versuchen wir heute auswärts in Wien auch wieder Punkte gut zu machen und uns mit die Punkte dann einen gerechten Vorsprung zu erreichen, damit dass wir nicht mehr einholbar sind. Schauen wir, ob mir das gelingen wird. Vorteile haben wir keine. Die liegen komplett auf der Seite der Vienna Capitals. Aber davor habe ich ja keine Angst. Bozen hatte auch Vorteile auf ihrer Seite und haben es aber nicht nutzen können. Der erste gegen den neunten. Schauen, wer die drei Punkte abgreift. Bulli gewinnen wir schon mal in Wien. Wilcox. Jetzt muss ich furchtbar aufpassen, weil wir sind gelb, sie sind gelb. Aber dann genau schwarze Hosen wie mir. Nur, dass sie eine rote Aufschrift haben. So, jetzt hat. Haben wir ihn wieder? Die Cox lauert. Michael Horden, der Jas, Michael, nein, aber nicht zum Erfolg. Die verlieren wir. Vor ein Tor gestoppt. Verlieren wir die Scheibe an die Wiener Capitals. So, Martin. Raphael läuft. Viel Boss. Sind wir schon da. D'Antonio messo di sei. Und erstes Drittel vorbei, es steht immer nur 0-0. Wien sollte mir eine neue Anzeige drauf kaufen. Das ist zu pixelig.
Ja, aber Vini ist ja gerade der klarste Outfit. Muss ich sowas wahrscheinlich eh nicht leisten. So. Ein bisschen scherzeln muss man schon. Nutzt nichts. Das ist meine einzige Rivalität, was ich habe, wenn ich da im virtuellen Stadion bin. So. Obwohl, dass ich mit Wien ja auch schon ein Let's Play gemacht habe. Champions Hockey League, glaube ich, war es. Jawohl, da ist es. 1:0 geschossen von unserer Nummer 2 von Michael. Schön zieht er das Ding rein in den Kasten der Wiener. Hervorragend, hervorragend. 1:0, zweites Drittel. Kann nur einmal zaubern, kann nur einmal zaubern. Nein, kann nicht mehr. Im Moment verzaubert das nicht mehr. Na gut, er heißt ja nicht Harry Potter. Nein, nein, ja. Martin. Und macht es 2:0 im zweiten Drittel für den HC Ostertal. Die Wölfe. Fanger. Abseits. 9:05 nur auf der Uhr, meine lieben Sportsfreunde. 9:05. Drittellänge 3 Minuten. Zusammenspiel. Und das 3:0 vom Sascha für die Wölfe aus dem Pustertal. Es hat nichts zum Sagen, wenn man Vorteile hat. Aber wir sind im zweiten Drittel. Wien könnte noch gefährlich werden. Die könnten noch richtig auftragen im letzten Drittel. Wäre jetzt zum Beispiel dort der Schlittschuh gerade um ein paar Sekunden langsamer gewesen. Dann hätte man einen Abpraller gehabt am Schlittschuh. Hervorragend. Und geht immer wieder weiter, weiter, immer weiter. Stefan. Michael. Ah, schafft es nicht, zu schwacher Schuss.
1:15 Uhr auf der Uhr. Es steht 3:0 im zweiten Drittel gegen die Wiener Capitals. Der erste gegen den neunten. Die Newcomer gegen die Alteingesessenen hier in der Eishockey League. Also Newcomer in dem Sinne, dass man in der ersten Liga spielt. Schau, allein wegen die Booster der Wölfe ist jetzt schon für mich NHL 22 das Highlight. Auf geht's, letztes entscheidendes und gefährliches Drittel. Mein lieben Sportsfreunde, aber wir gewinnen das erste Bulli im. Müsste schon mal ein gutes Omen sein. Wilcox. Nein. Schafft's leider nicht. 18:41. Und das nächste Tor von Ikonen, von Jasse. Vier zu null steht jetzt Pustertal gegen Wien. 16:10. Meine lieben Sportsfreunde, wir spielen immer nur im gleichen. In der gleichen Einstellung. Wenn ich was geändert hätte, ihr wärt dabei gewesen. Ihr wärt dabei gewesen. Nur so viel zum Sagen. Falls das da jemand meint, ja, der hat da zurückgespielt. Ja, genau. Weil ich machen. Die überwiegenden Let's Plays sind Eishockey. Wilcox, endlich hat er wieder ein Tor und somit 5:0 für den HC Pustertal und für den Wilcox das zweite Tor in dieser Season. Vor 20 Uhr, hier ist keine Angst mehr, dass wir eigentlich verlieren. Das kann Wien nicht mehr schaffen. Das kann Wien nicht mehr schaffen, dass man das da uns aufholt. Bei uns ist einfach das Teamspiel, glaube ich, hochgesetzt. Wir können nichts verlieren in dieser Saison, liebe Pustertaler. Wir können gerade alles gewinnen. Und das macht eine Mannschaft so gefährlich, die was nichts zu verlieren hat, aber alles gewinnen kann. Und wie geil war das, wenn es in der Realität so war. In der HC Pustertal die Saison aus Meister anschließen hat. Schreibst du es mal rein, auf welchen Platz das momentan seid, darf mich interessieren. Last
So, 24 Sekunden nur. Wir haben momentan Krieger zwar hart, liebe Wiener Fans, aber wir haben ihn hier eigentlich vernichtet mit 15-0. Südtirol gegen Wien. Passt hervorragend. 5:0 gegen Wien gewonnen. Ich hätte eher mehr ein bisschen Druck von Wien erwartet, weil sie ihm die Vorteile gehabt haben. Aber da ist meiner Meinung nach kein Druck gekommen. Da ist einfach kein Druck gekommen. War ziemlich, meiner Meinung nach, einseitig. Der Druck nur auf der Seite der Busterteuer. Aber macht nichts. Vielleicht wird es ja in der nächsten Begegnung anders. Wir haben einen Star mit einem Tor und einem Assist. Der Michael hat auch ein Tor, ein Assist, war unser Star Nummer 2. Dann hoffe ich, dass der Goalie der 1er Star ist. Nein, es ist der Sack mit 3 Assists. Also haben wir 3 Stars, wir haben 2 Tore, wir haben 3 Assists. Wir bleiben Erster in der Liga, weil wir ja 3 Punkte dazu kriegen. Dann haben wir also sozusagen jetzt 30 Punkte. Und dann skippen wir uns für zum 28. Oktober. Ja, zum 28. Oktober, der AV19. Der Johann bleibt Topstalker. Wir sind Erster in der Liga. Dann schauen wir mal, was die Tabelle spricht. Die Tabelle spricht, der HC Buster da ist mit 30 Punkten Tabellenführer, gefolgt mit 3 Punkten hinter uns die Dombirner Bulldogs. Auf der 3 Orly. Auf der 4 sind die Wiener Capitals, der VSV, auf der 5 der AV19. Also spielt das nächste Mal der Erste gegen den 6. Ich hoffe nicht, dass das wieder ein schlechtes Omen ist. Dann auf der 7 die Innsbrucker Haie, auf der 8 die Black Wings aus Linz, auf der 9 die Grazer 99er und auf der 10 Salzburg. Die Wiener Capitals sind auf der 11, sind abgestiegen von 9 auf 11. Dann der KAC auf der 12 ist aufgestiegen und der HKSZ auf der 13 und die Südtiroler, die Bozner Füchse auf dem letzten Platz mit 13 Punkten, 7 Niederlagen, 3 Siege. Na gut, meine lieben Sportsfreunde und Rinnen, die darf ich ja nie vergessen. Das war's aber für diesen Spieltag. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier aus der Eishockey-League mit dem Booster teuer Füchsen weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht.
Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint, Rivalität ist nur im Stadion gut. Aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch ganz normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.